kein Problem. Ne? So, Düsseldorf, 18. Juni 2013. Ja. Sascha, ihr seid gerade jetzt aus Hannover zurückgekommen. Genau. Der dritte Umgang, 18.06. heute. Der dritte? Ja, der dritte Umgang. Genau. Dieser Umgang war total nicht gut. Ne? Und erstmal war unser Sohn total fertig gewesen. Ja, was meinst du mit fertig? Ja, der war total hyperaktiv gewesen und der hat uns gar nicht zugehört gehabt, der hat auf uns gar nicht reagiert. Ewig hat sie die Begleitung, die Umgangsbegleiterin eingemischt gehabt. Die hat sich immer eingemischt. Genau. Was hat sie gesagt? Ja, dass nicht eher ausgefragt werden sollte, der Daniel. Und dass der Daniel Grenzen wissen müssen. Das heißt, ihr also hättet mit Daniel über Wetter reden müssen, ja? Genau, über Wetter, ja, ja. Schönes Wetter. Aber die Grenzen werden also jetzt nicht mehr von euch, den Eltern, festgelegt, sondern Nein. von dem Bewachungspersonal. Genau. Dann habe ich diese Frau nach einem Namen gefragt und hat sie sogar gesagt, mein Name tut nichts zur Sache. Ne? Also, die wollte gar nicht wissen, die wollte uns gar nicht den Namen sagen. Da habe ich ihr gesagt, wie kann ich mit ihnen zusammen kooperieren, wenn ich gar nicht weiß, wie sie heißen? Ja. Um mal der Höflichkeit die Ehre ja, zu geben. Ja, und er hat gesagt, ich habe damit nichts zu tun, hat sie zu mir gesagt, sondern der Prenzler hat damit was zu tun. Der Prenzler macht nicht eine Umgangsbegleitung wie Sie. Ich muss mit Ihnen kooperieren und nicht mehr mit dem Prenzler. Dann habe ich sie gefragt, ob sie mir die ganze Umgänge schriftlich geben kann. Nein, macht sie auch nicht. Na? Was macht sie nicht? Ihr schriftlich geben, die Begleitung, die wir jetzt gehabt haben. Dass sie schriftlich bestätigt, sie genau. hat die Begleitung gemacht. Genau. Oder besser gesagt, die genau. Bewachung. Genau. Das macht die nicht, weil sondern der Prenzler. Ja. Na? Und da habe ich gesagt, ich möchte das von Ihnen haben. Und dann, nee, sagt sie, nein, 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 nein. Und dann habe ich mit ihr gesprochen gehabt, da habe ich sie gefragt, wo unser Sohn da weg war. Was für sie bedeutet zum Wohl des Kindes. Da konnte sie mir gar nicht antworten. Ne? Und da habe ich gesagt, wie kann ich denn mit Ihnen kooperieren? Mhm. Sie kommen uns gar nicht entgegen. Sie setzen sich dahin, wenn wir fragen, stehen sie auf einmal so auf und dann fangen sie an, nervös zu werden. Und dann wollte sie, weil der Daniel, pass auf, das war jetzt ein ganz wichtiges, da wollte sie, da, weil der Daniel die ganze Zeit nervös war, hyperaktiv war, wollte sie die Begleitung abbrechen. Und da habe ich zu ihr gesagt, tun Sie jetzt die Begleitung abbrechen, rufe ich sofort die Polizei. Und machen eine Anzeige gegen den Erziehungsminderjährige. Mhm. Genau. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, nein, das bringt doch nichts, der Daniel ist total hyperaktiv. Nein, sag ich, der Daniel ist nicht hyperaktiv. Der fühlt sich. Stopp mal eben. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wie kann der Daniel uns verstehen, weil sie sich einmischen und dann versteht er uns nicht, dann versteht er sie nicht. Und dann ist er auf einmal fertig mit den Nerven. Ja. Ja. Und das tut nichts zur Sache, sag ich, der Daniel hat vorher. Andere Umgangsbegleiterin, wenn wir nervös waren, hat dann eine Massage gekriegt, wenn er nicht geholfen hat, sind wir rausgegangen mit denen. Nee, wir machen das nicht, ich habe die Anordnung, hier zu bleiben. Sag ich, nee, ich möchte aber, dass der Daniel rausgeht. Mhm. Nein, der Daniel geht nicht raus. Mhm. Und dann wieder, da haben wir uns in der Haare gekriegt gehabt, habe ich gesagt, so, und jetzt geht das nicht mehr. Da habe ich mal einfach hingesetzt gehabt. Na, das geht nicht, was sie da macht. Ja. Da sagte zu mir, sie können sich ja bei Prenzler aber mich beschweren, wenn es nicht passt. Ja. Sag ich, das würde ich auch gerne machen. Ja. Na? Und sage ich, Jerusalem habe ich morgen bei meiner Anwältin einen Termin, habe ich ja gesagt. Mhm. Und dann wird mal drüber gesprochen, ja. was hier abgeht. Ja. Na? Nur, ich habe also die Kontakte, wenn sie so ablaufen, die fördern nicht das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern, sie zerstören es weiter. Ja. Ja? Also das, was sie durch räumliche Trennung bisher nicht geschafft haben, ja, ja. das versuchen sie jetzt wohl auf diese Art und Weise. Ja, und. Und dann habe ich sie auch gefragt, was das überhaupt soll. Ja. Ne? Die konnte mir keine Antwort geben. Da habe ich die andere gefragt. Jetzt war eine Frau, die den hier gebracht hat, den Daniel. Und da hat sie schon die Tasche gepackt, wollte schon abhauen. Ne? Da sage ich, sie bleiben jetzt sitzen. Gehen Sie weg, rufe ich die Polizei. Mhm. Mache ich eine Anzeige. Ja. Und da haben sie sofort gekuscht, haben sie hingesetzt, haben sie dann wieder beruhigt. Da hatte Daniel aus Versehen auf eine Alarmanlage gedrückt gehabt. Ne? Aber richtig, aber der hat sich richtig erschrocken gehabt, der hat gesagt, jetzt kommt die Feuerwehr. Mhm. Und da habe ich mein Telefon so geschnappt, habe ich so getan, ob ich ihn anrufe. Ne? Sag ich, hallo, hier ist der Papa vom Daniel. Da habe ich gesagt, der Daniel war das nicht, der Daniel hat sich nur
vertan. Und hat da sie gesagt, dass er so zugehört gehabt. Sag ich, da habe ich zu dem Daniel gesagt, hat der Papa war auch nicht. Und der Kleine war auch so uns ihn gemacht gehabt, zum Beispiel mit Erdbeer auf dem T-Shirt, wo der Papa gesagt hat, Sascha, hast du Erdbeer geklaut? Da habe ich gesagt, nein. Sagt er, hat mein Vater gesagt zu mir, wie kommen die Erdbeeren auf dem T-Shirt? Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe nichts geklaut. Mhm. Und da hat er mir zugehört, hat angefangen zu lachen, der Daniel. Mhm. Da war der hinterher beruhigt gewesen, weil, aber die hat sich immer wieder eingemischt. Die sollte nur beobachten, die sollte sich nicht einmischen. Ja. Das bringt nichts. Weil wir sind die Eltern, sie nicht. Ja, ja. Na? Und die mischt sich dauernd da ein. Ja. Das geht nicht. Das ist deine Zeit. Ja, die, ihre Zeit ist nur, uns auseinanderzuspielen. Ja. Auf Deutsch gesagt. Ne? Und was hat die nochmal gesagt? Und zwar geht es darum, sie wollte uns ja gegen den Daniel ausspielen. Ne? Also richtig ausspielen. Dass wir nicht erziehungsfähig sind. Mhm. Weil sie wollte sich ja nicht einmischen, aber die hat sich trotzdem eingemischt und gesagt, hier, die Regel. Und ihr werdet nie ausgefragt. Mhm. Ja, und das geht nicht. Ja. Ja. Und wir sollten also die Regel ist doch so, dass ein natürliches Miteinander zwischen Eltern und Kindern nicht funktioniert. Ja, und dann das ist wahrscheinlich auch der Sinn dieser Regel. Und da sollen, sollen wir noch alleine entscheiden, was wir mit den Daniel machen. Welche Grenzen wir setzen. Ne? Sag, wie können wir das alleine entscheiden, wenn sie sich dauernd einmischen? Ja. Na, und die hat sich immer wieder eingemischt. Und dann nach dem Umgang, da habe ich sie versucht, mit ihr zu sprechen. Die wollte nicht, sofort abgeblockt. Gehen Sie jetzt raus, bitte. Gehen Sie jetzt raus, bitte. Ich möchte nicht mit Ihnen reden. Ich möchte mit Ihnen diskutieren. Mhm. Da habe ich sie gefragt, was ist das für eine Kooperation mit Ihnen? Ja. Sag, das geht nicht. Also die Jugendamtmitarbeiter kooperieren nicht mit euch? Nö, die kooperieren nicht mit mir und mit uns. Und also, zum Schluss wurde sie auch unfreundlich. Und total unfreundlich, aber ich habe ja noch andere Sachen. Du hast ja gesehen, das Bild von Daniel wieder aussieht. Ach, wir dürfen gar nicht den Daniel fotografieren. Dürft ihr nicht? Nein, dürfen wir gar nicht fotografieren. Wir dürfen auch keine Bilder zeigen. Wir dürfen gar nichts. Okay. Von der Familie. Dürfen wir nicht. Ja, also ich habe das Bild gesehen von ihm. Ich habe auch gesehen, was der für eine Frisur hat. Ja. Ziemlich poppig. Ja, aber hier vorne und noch ein Loch drin. Ja, ja. Geschnitten. Also da hat wohl jemand mit so einem Rasierapparat gespielt. Ja, ich habe ihn gefragt, aber da konnte mir keine Antwort darauf geben. Dann wollte er mir keine Antwort wollte geben. Wollte er nicht? Nein. Ja, durfte er wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann habe ich ihn noch einmal ein bisschen eingekauft gehabt. Der ist ja gerne so diese dünne Mettwürstchen, Meier-Mettwürstchen. Und dann die Käsebrötchen habe ich einmal gekauft gehabt. Hat er halb aufgegessen gehabt und den Rest liegen gelassen, aber Joghurt gegessen gehabt. Und dann immer, die rennt immer wieder rum. Das ist nicht mehr normal. Und jedes Mal immer so. Immer vor mir so, dass es nicht mehr normal ist. Und dann kommt das dir, das ist nicht, ehrlich nicht, ehrlich. Na? Also es war der Blick in die Tiefen des Dekolletés frei. Naja, könnten wir schon was Besseres vorstellen. Ja. Gut. Na? Gut. Die Frau ist einfach kommunikationsunfähig. Na, wo ist sie denn? Ich sag da ganz ehrlich dazu, die kriegen wir sowieso nicht. Ich fahre auch ein bisschen in der Welt. Ist mir scheißegal. Ja, ja, ja. Jetzt ist recht. Ne? Da ist die richtige Einstellung. Ja, und ich habe jetzt auch eine starke Unterstützung, noch mehr. Ja. Dich habe ich Unterstützung, sie habe ich, deine Lebensgefährtin, betone ich mal. Ja, ja. Ne? Und frag mich nicht immer aus, ob das Sebastian seine Lebensgefährtin ist. Das ist seine Lebensgefährtin und sie lieben sich. So. Nur einmal fragen. Wird geblockt auf Facebook, das sage ich euch mal. Und die beiden sind glücklich. Ja. Die lieben sich romantisch und vernünftig. Ja, komm, geh noch ein bisschen weiter in die Details. Ja, was ich. Beata, jetzt wollte ich dich noch mal kurz was fragen. Und zwar nicht zu unserer Beziehung, sondern zu Neuigkeiten aus dem Internet. Ich wollte etwas vorlesen, was ich auf der Seite von Karin Jäckel gefunden habe. Am 5. Juni 2013 wurden Oliver Karrer und Silvia Körliner in Mailand verurteilt. Oliver Karrer zu 4 Jahren Haft.
Silvia Kalina zu 2 Jahren und 2 Monaten. Sie wurden für schuldig gefunden, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben, mit der sie fortlaufend Kindesentführungen vornahmen und Kindesentziehungen gegen Provision und Bezahlung durchgeführt zu haben. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Die Olivier Carrea wollte nie Geld für was haben, auch die Kalina nicht. Ich kenne die beide. Sie haben versucht, betroffene Eltern zu helfen, aber sie wurden verraten von diesen Leuten. Ich kann auch die Namen sagen. Wie heißt die nochmal, diese aus Bremen? Hier steht Gefällt mir und an erster Stelle steht Nicole Rostock. Ach so, Nicole Rostock ist die erste, die den Olivier Carrea verraten hat. Dann die Kendler. Nicole Kendler hat den Olivier auch verraten. Der Olivier hat angeblich von ihr 10.000 Euro bekommen gehabt. Und auf einmal konnte sich die Kendler viele Klamotten leisten, wo ich durch andere Leute gehört habe, die in ihrer Nachbarschaft wohnen. Wir wollen auch nicht die Namen sagen, ja. Auf einmal konnte sich Kendler über ihr Limit einkaufen und Klamotten kaufen, vernünftige. Naja. Also das war im Anschluss an diese Zeugenaussage. Genau. Ich weiß es aber doch, die hat was mit zu tun. Genau wie der, wie heißt du nochmal, der Wellensittich da, der Olivier Carrea gesagt hat? Der Kardiologe? Ja, den Namen nennen wir jetzt nicht. Warum? Ich sag das doch. Nein. Der Radioaktive, genau. Wir sagen nur der Radioaktive im Kopf. Ich werde das nicht veröffentlichen, den Namen. Weil der Radioaktive können viele sein. Ja, ja. Ja, 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 aber genau. Wir wissen doch, wer der Radioaktive ist. Ja. Ja, keiner weiß Bescheid. Okay, ja. Okay. Gut, also man hält sich in diesen schwierigen Zeiten, in diesen schweren Zeiten gelegentlich halt auch mit Humor über Wasser. Also anders ist es nicht auszuhalten. Den ersten Mal, den Olivier Carrea, habe ich über Telefon kennengelernt gehabt. Und ich habe ihn auch damals gefragt, der sollte mir helfen. Und da hat er zu mir, habe ich ihn gefragt, was muss ich dafür bezahlen, damit du mir helfen kannst. Der wollte kein Geld von mir haben. Sagt er, du musst dafür bezahlen, die Freiheit für deines Kindes. Na? Also du sollst dein Kind befreien. Und der ist da in krimineller Mafia, hat damit zu tun. Der wollte von mir kein Geld haben. Der war mit der kriminellen Mafia gemeint? Ja, diese Jugendamt. Ja, Jugendamt, okay. Und Richter und etc., Gutachter, Ärzte und ja. Psychologen, alles. Also über das, was die Jugendämter zu verantworten haben, konnten wir am vergangenen Wochenende in der Taz aus Berlin ausführlich lesen. Nachdem also Olivier Carrea verurteilt worden ist, warten wir ab, bis auch die Schuldigen auf der anderen Seite verurteilt sind. Die Kalina habe ich kennengelernt, erst einmal auch in Straßburg habe ich die kennengelernt gehabt, wo wir da waren. Da war der Ralf von der Lita drin, wir waren alle da. Das zweite Mal habe ich sie gesehen, wo sie bei Beata vor Gericht war, da war ich auch. Da waren wir alle. Mhm. Na? Und ich habe ja auch mit dem Olivier Carrea geredet gehabt, dann anschließend haben wir ja noch mit der Pressekonferenz gehabt. Ich weiß nicht, du kamst glaube ich später. Oder warst du dabei gewesen? Ich frage mich, wie haben das die Deutschen geschafft, dass sie sich der Italiener bedient haben, um Olivier Carrea so hart zu verurteilen. Ich denke, ja, vor allen Dingen so weit weg aus Deutschland. Richtig. Ja? Und ich denke, es ist nicht hart genug, um andere Eltern wirklich abzuschrecken, ihren Kampf um ihre Kinder aufzugeben. Mhm. Und es ist hart genug und provokativ genug, damit es bei vielen Eltern der Kampf erst richtig losgeht und dass die Leute sich endlich zusammentun. Ja. Ja. Also nochmal in Anspielung auf den Taz-Artikel stellt sich die Frage, wirkt dieser Urteilsspruch gegen Olivier Carrea, der, wie ich finde, etwas mutlos, nicht in Deutschland, sondern in Italien erfolgte, wirkt dieser Urteilsspruch abschreckend oder provozierend? Das ist die Frage. Ja. Also meine Spekulation geht dahin, dass das die Leute erheblich provoziert, angesichts der Machenschaften deutscher Behörden in diesem ganzen Komplex. Ja.
Das ist ungeheuerlich, das ist einmalig in Europa. Ja. Ich glaube, dass die Verantwortlichen sich mit der Verurteilung von Olivier Karrer keinen Gefallen getan haben. Das könnte ein weiterer Anstoß sein, jetzt erst recht sich gegen den deutschen Staat, gegen die deutschen Behörden zur Wehr zu setzen, damit die wahren Verantwortlichen für den Kinderklau und die Misshandlung von Kindern in den Heimen gefasst werden. Ich möchte mitteilen, dass wir die Fälle, die wir betreuen, dass wir auf jeden Fall alles daran setzen, damit die Verantwortlichen bestraft werden. Ja. Mhm. Ja. Du, der Olivier hat, sag ich mal ganz ehrlich, der hat viele Freunde gehabt. Mich hat er auch als Freund gehabt, aber der hat falsche Freunde vertraut, die ihn auf offenes Messer geliefert haben.